Glück, du lebst noch! Du lebst noch! Morgen, Jungs. Peace. On the streets. Ja, es gibt noch leider keine neue Version von SCP Containment Breach. Aber wir haben eine neue User Map zugesandt bekommen. Schon wieder vom Alex B. Hm. Und zwar soll die jetzt um einiges größer sein als die alte, seiner Meinung nach auch schwerer. Und die Komplexität soll den Random Maps sehr nahe kommen. Werden wir mal anzocken. Ne? Ja. Bin dabei. Und ich habe es ja im letzten Gameplay schon mal angesprochen. Thema Livestream. Bei 100 Abonnenten. Und es war ein Aufruf. Ihr könnt mir mal auf Twitter followen. Da setze ich den Link in die Beschreibung. Und dann werde ich dann so stundenweise oder vielleicht auch einen Tag vorher den Livestream announcen. Dann können auch alle schön live dabei sein. Und für die, die nicht auf Twitter sind, können wir am Tag des Livestreams nochmal so ein Video mit dem Link zum Stream hochladen auf YouTube. Also Alex B. hat gesagt, er hat jeden Raum eingebaut, sogar Gate A und B. Durchsagen, kommen die immer? Gut, normalerweise nur kurz vor Gate A, oder? Er hat irgendwas von Lüftungsschächten geredet. Echt? Fuck, Alter! Was geht denn ab? Fuck, Junge, geh mal da langsam raus. Was behindert, er schießt mich an. Das war so ein Nine-Tailed Fox, oder? Ja. Kam der da raus? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Die knallen nicht ab, Junge. Was machst du mit uns? Okay. Deswegen kam auch diese Durchsage gleich. Ja, gut gespielt. Gut gespielt, Alex. Wahrscheinlich ist es nur ein Raum und der wollte uns verarschen. Okay, nochmal. Ja. Ich schaue mir das jetzt nochmal genauer an, was da passiert. Du musst also wahrscheinlich diesen Seitengang als Ausweichmöglichkeit verwenden. Wo kommt überhaupt der Kram? Kommt er von da unten? Entweder das oder... Wir können uns nochmal opfern und gucken. Ja, wollte ich jetzt machen. Scheiße. Oh Mann. Wie lange war das jetzt? 2 Minuten? Ja, nicht einmal. Höchstens. Nicht einmal. Das war ungefähr so lang wie mein erstes Mal. Na, also an den Loading Screens können die echt noch was fixen hier. Beziehungsweise an diesen Zeiten. Weil das ganze Spiel, das ist ja nur 100 MB groß. Ich verstehe nicht, was das so lang ist. Nein, Fake Fox an der Facility. Da unten ist der. Okay, nein, Fake Fox. Aber die Tür war doch offen. Ja. Das kann ein Kate Fox. Du hast ja erstmal ein paar Items aufgehoben, oder? Okay. Jetzt kommt er. Ja, der kam einfach. Der ist da einfach. Ah! Du kannst von dem flüchten. Warum macht der denn die Tür auf? Verkackte. Scheiße. Der steht doch da. Oder? Ah! Okay, also der kommt von geradeaus. Wie können wir den aufhängen? Ja, weiß der, wenn wir in diesem Seitenraum sind, dass wir da sind und wartet dann auf uns? Weißt du, was auch eine interessante Frage ist, ob er auf SCP-173 schießt, wenn wir da unten reingehen?
Und das könnte sein, dass wir den damit abhängen können, dass wenn SCP-173 oben ist, dass der dann auf den schießt und wir dann an dem vorbeikommen. Aber wie sollen wir da reinkommen, ohne von dem abgeschossen zu werden? Wir müssen da drin warten? Wir müssen schnell sein. Da drin warten möchte ich nicht. Oh Mann. Das ist eine geile Map. Ich weiß nicht. Doch. Also wenn das Absicht ist, vielleicht ist es nur Zufall. Aber hat es selber auch gespielt. Ja. Weil da hat er noch einen Bug behoben mit der Pocket Dimension, hat er mir geschrieben. Ich finde es halt gut, dass du das so am Anfang so ein Enemy hast, sozusagen. Ja, da muss man halt erstmal vorbeikommen. Ja, muss halt mal denken. In dem Spiel muss man erst so selten denken. Oh, scheiße. Für das Spiel. Wir müssen uns mal für zukünftige Videos was überlegen, wie wir diese Ladezeiten überbrücken können. Mobile Task Force Unit 9 Tailed Fox has entered the facility. All remaining survivors are advised to stay in an evacuation shelter. Wenn wir uns jetzt reinstellen, dann sehen wir, wie er ausläuft. Bist du wahnsinnig? Bist du so lebensmüde oder so? Da, jetzt ist er drin. Der killt uns! Der ist viel zu nah. Mach mal was, Junge. Und der ist immer noch da oben. Du musst wahrscheinlich so lange darin ausharren, bis der da runtergefunden hat. Ja. Das ist Absicht, oder? Dass wir da unten mit dem hier Picknick machen. Boah, oh, nein! Junge! Junge, was machen wir? Jump! Geht, kann man jumpen eigentlich? Ja, das ist ein schönes Motiv eigentlich. Lass es mal. Mach mal einen Screenshot. Oder? Oh. Dance. Ja, der war jetzt nicht mehr. Ich glaube, wenn wir da unten sind, dann läuft der da oben einfach geradeaus durch. Kann das sein? Aber ich habe ihn jetzt nicht durch diese Fenster da gesehen. Boah, wie machen wir das? Boah, ey. Wir schließen die Tür wieder? Wir brauchen jetzt erstmal eine halbe Stunde, bis wir raus haben, wie wir da durch den ersten Raum kommen. Eigentlich können wir auch geradeaus durchrennen und gucken, wo der kommt. Ja, laufen wir ihm halt direkt in die Arme. Ja, Junge. Aber ich brauche ja auch ein paar Sekunden, dass ich da Gasmasken so nehmen kann. Oder meinst du, kann ich später nochmal zurückgehen? Ja, der wird da nicht ewig drin bleiben. Ja, weil da hinten ist eine Sackgasse dran. Der followt uns die ganze Zeit. Oder meinst du, der geht dann auf dich auf der Schlecht? Nee, der jumpt nur. Oh Mann. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder fast 8 Minuten. Alex B. Und wir sind noch nicht mal durch den ersten Raum gekommen. Junge, was geht ab? Was tust du uns da an? Aber der Anfang, der war hart. Der Anfang war hart. Soll ich jetzt durchrennen? Probier mal. Hä, wo kommt denn der her? Der spawnt in der Mitte. Es gibt keine Breaches. Ein Glück, dass da nichts drin war. So, und jetzt? Der spawnt da vorne in dem. Scheinbar. Wir haben es auch gesehen, der stand. Was? Stand er nicht mitten im Raum plötzlich? Was tust du? Wartest du auf ihn? Ich glaube, ich brauche die Gasmaske und alles. Oh, der ist doch da. Stamina. Er ist nicht mehr da. Überlistet. Ey, das ist. Was ist da? Hat er den contained, Junge? Der hat den contained. Willst du mal reingehen, Junge? Irgendwie nicht. Blinzel mal. Das ist, was er uns zeigen wollte, hä?
Ist nicht langsam? Guck lieber mal rein nochmal. Ich hab was gehört. Schritte gehört, Mann. Wenn er den containt, dann kommt er nicht mehr, oder? Könnte sein. Der stand ja mal was im Change-Log. Ja. Try to recontain. SCP-173. Ja, geil, Mann. Okay. Mausback. Lang rechts, immer rechts? Ja. Rechts. Warte, mach ich mal hier so eine Markierung, von da kommen wir her. Ja, ein bisschen weiter. So. Nochmal zu. Jetzt habe ich keine Angst vor SCP-173 mehr, jetzt habe ich Angst vor Nine-Tailed Fox. Er hat sich umgebracht. War das der? Target Terminal. Schließt vielleicht trotzdem die Tür, ne? So. Das war gerade ein bisschen blurry, oder? Nee. Von da kommen wir her. Wenn du immer rechts gehst, dann gehst du im Chaos. Sie gesagt, oh, ich geh doch andersrum. Wahrscheinlich, oder? Ja. Komm schon. Nee, in dem Fall nicht. Wir haben es ja recontain lassen. Aber ich trau mich dem. Die Zone, oder? Dann geh ich jetzt erstmal. Ich trau dem Ganzen noch nicht so, oder? Trotzdem immer noch so ein ungutes Gefühl vor bestimmten Räumen. Ja, da war mal. Das muss auch irgendwie markieren eigentlich. Ja, da. Also, merkt ihr gegenüber von der Batterie, da ist die Zone. Oh ja. Die Danger Zone. Dann dürfte der jetzt nicht da drin sein. Mach's Window. Geh mal rein, Junge. Der geht über die Lüftungsschicht immer. Ja. Als ob er da durchpassen würde. Ich mach trotzdem alles dicht. Schotten dicht. Meine Güte. Ach, da ist irgendwas rum. Flatsch. Das sah lustig aus, wie das contained wurde. Spezialkäfig wahrscheinlich für SCP-173. Ist angefertigt. Ja. Wenn das ein Sackgasse ist, mit zurückgehen, müssen wir rechts rum. Schade, dass wir nicht gesehen haben, wie er es recontained hat. Pokéball geworfen, was machst du? Das hab ich auch nicht angesehen. Da geht's schon wieder in diese Zone. What the fuck? Kannst du da sterben, wenn du dagegen läufst? Nee. Ich bin safe. Aber gruselig ist es. Ja, das ist schon wieder diese andere Zone. Denn was suchst du denn den Converter? Wie kommt der jetzt dahin? Ja, wenn der am Anfang contained wurde? Das frage ich mich nur. Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat er das eingestellt, dass er in dem Raum spawnen soll, aber wenn er contained ist, vielleicht. Vielleicht einfach als Contain. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe schon, wie du meinst, aber. Das ist da geforced spawned. Also ja. Hört sich ein bisschen nerdig an, aber. Da kommt er wieder. Voll die Rippen. Der Junge soll mal ein bisschen was essen. Oh, da müssen wir hin. Verbuggt diesmal. Ich glaube, das ist immer Zufall, oder? Einmal, zweimal, dreimal. Ja. Ah ja. Die kickt gerade mal hier ran. Ja, schon klar. Als eigenes.
damit es zu keiner Fehlverfeinerung kommt. You understand? Das ist neu, oder? Dieses Ping! Diese das Mikrowelle. War nicht von dem Ding, oder? Das war von dem Ding, doch. Das weißt du jetzt. Ja, das weiß ich jetzt. Das glaube ich, mach nochmal. Sag's nicht, ich mach's nochmal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wir haben keine neue Version. Ja, das ist wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, weil wir bisher nur die User-App gespielt haben. Obwohl, nee. Nein, die Version wird schon lange. Ja. Ja, lange nicht, aber. Keine Ahnung, ist halt nicht aufgefallen. Bing! Ah, scheiße, geil! Kicker. Naja, ab in die Danger Zone. Vielleicht bekommen wir wieder einen. Es gibt noch dieses Büro mit dieser Ente. Hm. Wo es eine Keycard gibt. Hast du jetzt? Nee, egal. Was? Nee, geht ja gar nicht. Ich wollte jetzt fragen, ob du die Tür zum diesem Konverter verschlossen hast, aber geht ja nicht. Dann werden wir jetzt nicht rauskommen. Ja, eben. Nein, von außen meine ich auch noch. Geht's ja jetzt auch nicht mehr. Ja, das ist richtig. Boah, das ist ja cool. Minimaler Schock. Ja. Wie sie. Komisch, dass das da ist. Wenn es jetzt hier dunkel wird, was passiert? Ja. Ja, gell? Das war auch mal interessant. Der Mauspack war gruselig. Hm. Da war ich, glaube ich, schon. Ich bin ja schon mal von der anderen Seite in die Danger Zone gekommen. Ja, da war ich. Danger Zone? Heißt die so? Ja, nicht so, ja. Aber wir sagen ja immer irgendeine Zone dazu, ne? Und wenn ich das Wort Zone höre, dann denke ich an ein Dubstep-Lied. Mit einer Danger Zone. Deswegen nenne ich die Zone jetzt die Danger Zone. Ah ja. Das war der von Dark Hammer. Genau, da geht's mal hin. Da kommt der 106. Schau mal, was da ist. Ja. Wir müssen den noch containen. Ja. Dann können wir gar nicht mehr sterben, oder? Ja, dann wird's auch schon langweilig, oder? Ja, aber ist doch super. Ist ja nicht gecheatet oder so. Ja. Okay, das am Anfang, dass er jetzt gleich das einfängt, ist schon ein bisschen gecheatet. Aber das, das ist jetzt schon sehr komplex aufgebaut hier. Hi. Ich glaube, das ist Gate B. Und das geht auf. Das macht der Computer auf. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe Gate B noch nicht gesehen. Ja, bei Gate A steht da Gruß Gate A und bei dem steht gar nichts. Da kommen wir nicht rein. Ja, vielleicht ist der Vorraum zu Gate B. Könnte sein. Weil der muss ja noch irgendwas aufmachen. Oder ist es die andere Seite von diesen PIN-Code verschlüsseln? Ich glaube, da geht es einfach wieder raus. Das ist quasi eine Abkürzung, ohne dass du jetzt da unten durch den Tunnel halten musst. Was ist gerade für ein Sound? Ja, ambient ist das. Klimaanlage oder so. Ey, Container machen. Ja, wie denn? Ach so, nein. Digga. Ja gut, ich kann den Container in der Pocket damit versehen. Stamina. Nein. Knack. Wo läufst du? Da waren wir doch schon, oder?
Flaschen. Ja, da waren wir gerade eben. Das ist doch jetzt abgebogen, oder? Nochmal. Nee, da haben wir nicht. Scheiße! Kacke! Ja. Von wo kommt der jetzt? Keine Ahnung. Links, links musst du laufen. No. Ich geh da nicht. Nee, scheiße, komm nicht. Der kommt doch dann von der Seite. Links! Jetzt links, und da sind wir noch gekommen. Das läuft, oder? Ja. Bin ich ja froh. Hier riecht nach Mais. Entschuldigung. Na komm mal halt auf. Wieso geht es nicht auf? Hätten wir vielleicht da bleiben müssen? Komm mal auf. Ist ja kacke jetzt. Backt oder was? Da kommen wir nicht weiter. Kacke. Hoffentlich ist es nicht der einzige Weg. Da kommen wir nicht weiter. Dieser Scheißrauch. Alles ist lockt. Lockt, Junge. Boah, wenn irgendwann mal in einem Update in Aufzügen was erscheinen kann, dann ist es echt aus. Ja, kann ja unter Umständen. Dieses Rohr gehört da nicht hin. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken. Welches Rohr wohin gehört? Du sagst es so. Ich nehme mal die Anti-Baby-Pille. Oh nein. Das war keine gute Idee, oder? Ja, spawned. Die Frage ist, wo? Hinter dir. Irgendwo. Hol dir mal die Pille. Leute, was gibt's denn? Das ist grad. Komm. Na. Items voll? Nein. Nee. Jetzt hab ich ihn. Schnell. Hat wieder von der Seite. Ach, vielleicht ist er schon ein bisschen nach links gelaufen. Das ist natürlich schlecht. Der kommt von da. Nee. Alter. Wir hören es ja nur, oder? Hoffentlich. Da kommt nochmal so ein Sound. Ja. Oder auch nicht. So, von da sind wir hergekommen, ne? Wo? Ich hab's auch gesehen. Verfolgt er uns überhaupt noch? Nee. Der ist da einfach runtergefallen. Nein, das war irgendwas. Keine Ahnung, was das war. Das war der Schwarze, der ist durchs Bild. Echt? Ja, so von oben nach unten. Siehe, dass es nicht SP-372 oder so war? Ich hab nur irgendwas Schwarzes wahrgenommen. Ich habe da eine Menschenform erkannt. Müssen wir nochmal Frame by Frame analysieren. Uns einverleiben. Wie immer halt, ne? Aber das machen wir. Dann müssen wir hier langsam zum Ende kommen, ey. Ah, dass ich die Pille gefunden hab. Die Episode wieder splitten. Bis zur welcher Länge meinst du, ist es noch tragbar? Puh, was war unser längstes? 37 oder so, ne? Wirklich? Da war ich da schon, oder? War ich da nicht schon? Aber da möchte ich eigentlich nicht mehr hinkommen. Diese Länge. Ja, mal gucken mal. Da waren wir doch schon, Mann. Nicht wahr? Der backt ja voll. Ja. So, da wollte ich hin, oder? Ja. Blickst du noch durch? Da war ich scheinbar noch nicht. Da waren wir, der ist ja durchgelaufen. Ja, aber da bin ich dann rechts gegangen und nicht geradeaus. Doch, ich weiß ganz genau. Ja, aber schau mal, das ist noch nicht. Bulldog, das generiert sich selber weiter. Ha.
Scheiße. So, gehen wir jetzt weiter. Da schaut's gut aus in der Richtung. Da? Ja, da waren wir oben. Das war der Tunnel, ja. Du bist mit demselben Aufzug wieder runter, oder? Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Oder was ist da rechts? Ja, auspacken. Dann müssen wir da. Wenn wir nicht in den Aufzug gehen, dann müssen wir da weiterlaufen. Wir müssen da lang gehen. Ja, mach mal. Ja, da sind wir geflüchtet vor dem, oder? Wir sind schon das zweite Mal geflüchtet. Oh Mann, ich geh jetzt geradeaus. Ja, ist immer gut. Da waren wir auch schon. Ja, wir waren noch nicht unten. Das geht auch nicht. Ja. Blöd, ne? What is this? Da waren wir auch, oder? Nee, da waren wir nicht. Jo. Wieso ist die Tür denn offen? Rechts und dann links, da aber noch nicht. Ich habe mich verlaufen. Und wir können ja nicht mal mehr sterben. Ja. Geh da durch. Ja, Stamina. Da waren wir noch nicht. Eine ganze okay. Neue Area. Da können wir sterben. Ja. Schaut nach Gate A aus. So in der Nähe. Da kann alles kommen, ist eine User Map. Schau mal die Tür an. Man denkt ja so. Eigentlich schon, ne? Oh, Server dann. Da können wir dann durchlaufen. Ja. Was kommt dann? Vielleicht schwebt er dann irgendwie. Der schwebt da wahrscheinlich, oder? Oder blinzel mal. Gut, der kommt trotzdem. Vielleicht ist er freigekommen. Hat sich end-contained, decontained, oder? Ja. So, wo sind wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Aber diese Räume finde ich jetzt ein bisschen. Boah, das ist ja volles Labyrinth, hey. Büroräume, Büroräume. Da ist eine Karte. Oder? Nee, das ist der falsche. Mist. Da gibt's auch Items. Den gibt's auf jeden Fall. Augentropfen. Die wir nicht brauchen. Hä? Die Tür zugemacht? Ja. Nee, ich hab nichts zugemacht. Aber ich hab nichts aufgemacht. Das ist komisch. Der, in dem wir gerade eben waren? Nee. Nee, stimmt. Boah, wer ist anders aufgebaut? Da müsste aber Sackgasse sein, es scheint. Ja, oder? Sackgasse, wir laufen jetzt zurück. Wieso, was? Rechts an der Wache. Achso, da war so. Ja, das hat mich irgendwie gerade irritiert. Das heißt, wir müssen da unten durch. Das ist gut. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass SCP-173 nicht mehr auftaucht. Das hat so ein bisschen eine Kick gegeben. Und ich wusste, wo kann es kommen. Ah, Kick halt. Aber Level 1.
Ja, hier ist manchmal eine Landkarte, ja. Das Problem ist, ich komme zurück. Dass ich nicht mehr zu SCP 914 gehen werde, das kann ich dir sagen. Wieso? Ja, wo war's? Weißt du es noch? Nein. Aber Electrical Room geht doch auch so, oder? Dann Level 2 könnte sein. Bloß den musst du auch mal finden. Guck mal da. Sackgasse. Da. Electrical? Electrical. Zu Gate B. Ey, markier den mal vielleicht oder so. Oder? Lass mich den wieder finden. Okay, du bist gut, ey. Tag den mal. Kannst ja hier nebenbei schreiben, rechts, links, rechts. So mit dem Finger. Weil den Electrical finde ich unter Umständen nochmal. Aber dann wieder zurück. Ist gerade irgendwo eine Tür zugegangen. Tja, der verfolgt uns. Nine-Tailed Fox, Junge. Ja. Ich glaub's auch. Die Spannung steigt. Serverraum. Hinter irgendeinem Schrank steht jetzt ein Tailed Fox. Ich schwör's dir, der bringt es in der Episode noch um. Wie so ein Ninja. Er haftet irgendwo an der Decke und fällt dann auf uns runter. Oh mein Gott. Ach Mann, genau hier, wo. Jetzt machen wir das. Das ist voll high detailed. Ja, stirb noch da. Ne, renn noch nicht, renn erst, wenn das Geräusch kommt. Jetzt können wir. Ich glaube, das ist weglaufen. Laufen wir überhaupt richtig? Ja, okay. Was? 2? 173? Ah, immer. Das war uns mal von Nine-Tailed Fox, Mann. Jetzt hat blöderweise kein SCP. Ah, wir können ihn töten? Ja, nicht töten, aber. Ausschalten halt. Oh je. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Kein Mann, meinst du, schaffst noch? Könnt ins Auge gehen. Come on. Das ist langsamer als sonst, ja. Oder bin ich zu schnell gerannt? Meine Güte, kommt überhaupt noch? Ganz weit weg. Guck mal, das Fernglas. Da die Ruhe weg, ey. Jetzt. Ja, yeah, Junge. Na? So, den hätten wir. Jetzt muss ich nur noch geradeaus gehen. Auf, dass er nicht mehr auftaucht. Dass du nur gerade ausgelaufen bist. Ja. Da musst du wieder zurück zum anderen finden. Das wäre scheiße, wenn das jetzt nicht gegangen wäre. Ja. So stehen uns noch alle Möglichkeiten offen. Aber wo verdammt ist Gate? Das heißt, es gibt eine reelle Chance, ja, wenn deine Theorie stimmt und dieser Rotraum Gate B ist, dann finden wir unter Umständen wieder daran zurück. Weil das war jetzt nicht so weit weg. Wo jetzt? Da lang. Echt? Ja. Und unten durch. Stimmt, wir sind eine Treppe runter. Wir sind jetzt zweimal durch auf jeden Fall. Meint ihr, Fox kommt? Ja, ich hab's auch gehört. Der kann da durch diese Wand durchschießen. Nee, das glaube ich nicht. Der schießt ja nur, wenn er den Kontakt zu uns hat. Ey, wir müssen ihn damit ausschalten. Der hat eine meinst du, das geht? Er hat eine Schusswaffe. Der war spannend. Scheiße. Da ist er. Yes.
Oh Junge. Wo kommen wir da rein? Bitte. Nein! Really?